Das neue Sportvereinszentrum des SV Leonberg-Eltingen war der absolut geeignete Ort, um über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Vereinssport zu diskutieren. Denn die Eröffnung fand 2021 mitten in der Pandemie statt. Seit über 2 Jahren haben die Sportvereine mittlerweile mit den Auswirkungen von Corona zu kämpfen. Erst Trainingsverbot, dann Mitgliederrückgang, jetzt fehlende Übungsleiter und Ehrenamtler. Also wir haben jetzt natürlich viele Herausforderungen schon mit Corona gehabt. Jetzt geht es weiter mit der Energiethematik. Also ich glaube, wir werden einfach nach wie vor ständig mit irgendwelchen Thematiken konfrontiert. Und da müssen wir auf allen Ebenen natürlich reagieren. Und wir als Württembergische Sportjugend wollen natürlich die Vereine einfach unterstützen und versuchen natürlich mit den Themen zu gehen und da entsprechende Möglichkeiten zu schaffen. Der Sport im Wandel, nicht nur das Jahresmotto der Sportregion, sondern spätestens seit der Pandemie auch das Motto für die Vereinswelt. Digitalisierung, Kommunikation und mehr. Die Vereine müssen die Nachpandemiezeit nutzen, um sich moderner aufzustellen. Ich habe das ja schon mal angedeutet. Ich glaube, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir das, was vor uns liegt, als neues Normal kreieren und nicht einfach nur versuchen, auf das Alte zurückzukommen. Und wenn man das ernst nimmt, dann ist man ganz schnell dabei, alles, was man tut, auch in einem Verein, einfach mal auf die Waagschale zu legen, zu überprüfen, was übernehme ich davon, was mache ich anders. Und wir merken das. Wir merken, dass da ganz viel Wandel teilweise im Kleinen passiert. Ja. In der Krise eine Chance sehen, das hat sich auch der ehemalige VfB-Torhüter Helmut Rohleder gedacht und eine Fußballschule gegründet. Ein ganz spezielles Konzept, mit dem wir an Kinder rangehen. Und zwar, wenn man es jetzt fußballerisch sieht, auch mehr so diese 1 gegen 1, also das Einzelspiel, das in Deutschland ein bisschen vernachlässigt wird. Ne, wurde natürlich auch zunächst mal das Ganze durch Corona gebremst. Man kann keine Camps machen und so. Aber natürlich, der Wandel, der hat uns alle. Und das hat mich heute Abend auch beeindruckt, was da so zur Sprache gekommen ist. Corona. Und nun, so hieß das Thema des 30. Sporttalks. Die Neuanmeldungen, vor allem bei den Kindern, steigen langsam wieder. Das Ehrenamt attraktiv zu gestalten, bleibt dagegen weiterhin die große Aufgabe der Zukunft. Das wurde in der schicken Leonberger Sporthalle an diesem Abend deutlich.